Hi, mein Name ist Katharina Schlesser, ich bin Industriedesignerin und in diesem Video zeige ich euch, wie man das Tablet in die Transportbox des FS200 montiert. Das Ganze erfolgt komplett werkzeuglos in zwei einfachen Schritten. Wir sehen hier ausgeformt im Material einmal diese Nase und hier oben seitlich die beiden Federelemente. Durch eine Fräsung und die Flexibilität des Materials ergibt sich dadurch ein schöner Federmechanismus. Diese drei Sachen müssen wir nun gleich in eine Nut einführen. Schritt 1, das Tablet in die Box einführen, kippen, sodass wir hier parallel zu dieser bereits ausgeformten Ebene in der Box sind. Das ist gleich der Absatz, wo wir das Tablet einschieben. Einmal mit leichtem Druck nach vorne, sodass wir sehen können, diese Nase trifft diese Nut und nun noch die beiden Federelemente eindrücken, nach vorne schieben, sodass das Ganze auch hier in die beiden seitlichen Nuten einrastet. Damit sitzen wir jetzt nun gut arretiert auf dieser Ebene, die uns nochmal von unten stützt, sodass das ganze Tablet wirklich super stabil in der Box sitzt. Um das zu lösen, können wir hier wieder die Federelemente eindrücken, nach hinten schieben und einfach aus der Box hinausnehmen. Das ist auch schon die ganze Montage. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit und eine gute Fahrt.